Es ist schön, mal wieder hier in Schleswig-Holstein zu sein. Ich habe gerade zurückgedacht, jahrzehntelang mache ich Wahlkampf in Schleswig-Holstein und setze mich immer für eine Idee ein, von der ich hoffe, dass sie unser Volk mal zusammenhält und wieder lebendig wird, nämlich die Idee der sozialen Gerechtigkeit. Die können wir nicht, auf die können wir nicht verzichten, solange es Leiharbeit, Hartz IV, Niedriglöhne und alles andere gibt. Und deshalb müssen wir kämpfen, kämpfen, und wenn wir kämpfen, werden wir auch den Einzug ins Parlament wieder schaffen. Und als ich hierher gekommen bin, habe ich mir die Plakate angesehen und habe gesagt, naja, das geht ja wieder so los wie überall. Da steht bei den anderen Parteien, bei dem einen, dass das ein Lieblingsland ist, das ist ja wunderbar. Bei der anderen Partei steht mein Land, ihre Verantwortung, also das übliche bla bla bla. Und dann habe ich dann gewartet, ja, wann kommen denn die Linken? Und dann habe ich dann gesehen, ja, Gott sei Dank, die haben ja Themen gesetzt. Die reden über Niedriglöhne, die reden über eine zu niedrige Rente, die reden über gleiche Bildungschancen und so weiter und so weiter. Da war ich wieder ein bisschen stolz auf meine Partei. Wir setzen Themen, die anderen machen das übliche bla bla bla. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, im Wahlkampf immer wieder die Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Um sie geht es ja letztendlich. Es geht nicht darum, ob die Linke 5% hat oder 3 oder 4. Es geht auch nicht darum, ob die SPD 30 oder 90 oder 32, ich weiß nicht was. Es geht immer nur um eine einzige Frage. Die Frage heißt, wie können wir die Lebensbedingungen der Menschen verbessern? Das ist die Frage, der alle Parteien sich stellen müssen und wo sie ihre Antworten geben müssen. Und da müssen wir den Wählerinnen und Wählern sagen, wählt doch bitte irgendwann mal nach euren Interessen. Wählt doch nicht immer Rentenkürzungsparteien, das sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Wählt doch nicht immer Lohndrückerparteien, das sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Versucht es doch mal mit der Linken, die will keine Löhne drücken, die will keine Renten kürzen. Wir haben eure Stimme verdient, weil, solange wir nicht dieselben Fehler machen, wie die mit uns konkurrierenden Parteien. Und wir müssen auch immer wieder diejenigen ansprechen, die immer zahlreicher werden, nämlich die Partei der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Das sind diejenigen, die zum Beispiel auch im Saarland zu Hause geblieben sind. Das ist die stärkste Partei mittlerweile in den deutschen Parlamenten. Das darf man also nicht vergessen. Und das sind in erster Linie diejenigen, denen es nicht so gut geht, die aber so enttäuscht sind von der Politik, dass sie sagen, wir gehen da gar nicht mehr hin. Egal, was wir wählen, die machen ja doch, was sie wollen. Die den Versprechungen der politischen Parteien nicht mehr glauben. Und das ist die große Herausforderung an alle politischen Parteien. Und das ist die große Herausforderung auch an uns. Und an dieser Stelle müssen wir immer wieder Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. Und müssen uns positiv unterscheiden von den anderen Parteien. Und da sage ich jetzt mal als Hauptthema hier Niedriglohn. Wenn ich also höre, dass hier der Niedriglohn verglichen mit anderen Staaten im Westen der Republik der höchste ist, das heißt also, dass die meisten Menschen hier im Niedriglohnsektor sind, dann ist das eine Herausforderung und muss das zentrale Thema des Wahlkampfes hier in Schleswig-Holstein sein. Und das ist eben, was einen engagierten Menschen empören muss. Da sind in ganz Deutschland 8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die sind im Niedriglohnbereich. Und wenn es kein anderes Thema gäbe, dann müsste es doch das Thema sein, was dann die Wahlen entscheiden sollte. Und da müsste man die Frage stellen, wie kann man denn für 8 Millionen Menschen die Lebensbedingungen verbessern? Und da gibt es eben eine einzige, glaubwürdige, ernsthafte Antwort. Das ist der gesetzliche Mindestlohn. Der sagt, es darf in Deutschland nach unserer Vorstellung niemand mehr unter 10 Euro die Stunde beschäftigt werden. Das ist eine klare Ansprache. Und das entscheidende Thema ist ja eben immer wieder die Frage aufzuwerfen, wie kriegen wir das denn hin? Und das kriegen wir in Deutschland eben nur hin, wenn die Linke stärker wird. Und wir selber werden dann die Frage zu entscheiden haben, ob wir glaubwürdig bleiben und uns nicht auch an Kompromisse ausliefern, wo ein solches wichtiges Ziel für die Menschen immer wieder verraten wird.
Und das ist die notwendige Auseinandersetzung mit der SPD, die hier wieder so tut, als hätte sie das soziale Herz entdeckt und wieder um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler wirbt. Die SPD ist die Partei, die den gesetzlichen Mindestlohn über viele Jahre verhindert hat und immer noch verhindert. Und alle Wahlplakate der SPD, auf denen dann vielleicht mal der Mindestlohn erwähnt wird, sie sind eine Lüge. Wir hatten von 2005 bis 2009 eine Mehrheit für den gesetzlichen Mindestlohn im Deutschen Bundestag, bestehend aus SPD, die angeblich den gesetzlichen Mindestlohn wollte, aus den Grünen, aus uns. Und es ist nicht möglich gewesen, diese Mehrheit in Form eines Gesetzes für den gesetzlichen Mindestlohn zu nutzen. Hauptverantwortliche die SPD, die lieber mit der Merkel die Rente mit 67 machen wollte und die Mehrwertsteuer um 3% anheben wollte, statt für 8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn zu ermöglichen. Welchen Auftrag hat denn eine soziale Partei, wenn nicht den für 8 Millionen Menschen die Lebensbedingungen zu verbessern? Und deshalb nicht SPD, sondern das Original, das ist die Linke in Schleswig-Holstein und überall. Und in den aktuellen Landtagswahlkämpfen spielt das deshalb eine Rolle, weil der gesetzliche Mindestlohn auch über den Bundesrat abgesichert werden muss. Und das ist wiederum der historische Fehler der SPD. Weil dort niemand in der Lage ist, Mehrheiten links von CDU und FDP zu organisieren, scheitern immer die sozialen Projekte in dieser Republik. Und die SPD auch im Saarland läuft wieder zur CDU, statt mit der Linken eine Regierung zu bilden. Und die großen Koalitionen, wir haben hier mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6, sie stimmen im Bundesrat immer gegen den gesetzlichen Mindestlohn. Und deshalb kann man der SPD diese soziale Frage nicht mehr anvertrauen. Hier hilft nur noch eine Stimme für die Linke. Und darum bitte ich Sie. Es geht aber nicht nur um den gesetzlichen Mindestlohn und um die Durchsetzbarkeit des gesetzlichen Mindestlohns. Es geht auch um die andere Frage, warum ist dieser Niedriglohnsektor überhaupt so entstanden? Und da gibt es eben ein Gesetz, das viel, viel wichtiger ist als der ganze TÜNEF, der da jeden Tag diskutiert wird, als die ganzen Scheindiskussionen, die im politischen Raum geführt werden. Und dieses Gesetz heißt Hartz IV. Und solange Hartz IV nicht weg ist, solange wird es den Niedriglohnsektor geben und er wird immer größer werden. Denn Hartz IV hat den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Gewerkschaften das Rückgrat gebrochen. Deshalb, weil bei Hartz IV steht, wenn du arbeitslos wirst, musst du jede Arbeit annehmen, egal wie schlecht sie bezahlt ist und egal wie weit sie von deiner Qualifikation weg ist. Und das ist doch die Einladung an alle diejenigen, die auf Rendite schielen, auf Gewinn schielen, den Lohn so niedrig wie möglich zu machen. Und für dieses soziale Verbrechen, man muss die Dinge beim Namen nennen, für dieses soziale Verbrechen sind sie alle verantwortlich. CDU, SPD, Grüne und FDP. Wer also am Niedriglohnsektor etwas ändern will, kann nur die Linke wählen. Und dass diese Parteien noch überhaupt nichts gelernt haben, sieht man an ihrem Verhalten zum europäischen Fiskalpakt. Übersetzt kann man den also so nennen, jetzt wollen wir Hartz IV für ganz Europa. Jetzt wollen wir den Niedriglohn übersetzt auf die Verhältnisse Portugal, Griechenland, Spanien, Italien für ganz Europa. Jetzt wollen wir eben die Bevölkerung bluten lassen für die Fehler der Banken in ganz Europa. Das ist die Politik von SPD, CDU, FDP und Grünen und deshalb diesen Parteien keine Stimme, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie werden feststellen, dass ich die Piraten nicht anspreche, aber ich will dann wenigstens ein paar Bemerkungen dazu machen.
Sie haben da noch nichts verbrochen mit Hartz IV. Sie haben noch nichts verbrochen mit der Leiharbeit. Sie waren auch nicht verantwortlich für die Rentenkürzung. Aber eines möchte ich dann doch sagen, im Internet lösen wir diese Probleme nicht. Nicht, dass irgendjemand glaubt, wenn man im Internet rumspielt, würde man die Probleme lösen. Nein, dazu brauchen wir politische Macht und politische Mehrheiten und einen klaren Standpunkt. Eine Philosophie, die da sagt, ich nehme von allem etwas, was mir gerade so passt, ein bisschen da, ein bisschen bürgerlich, ein bisschen links, ein bisschen grün, ein bisschen was weiß ich. Das wird nicht weiterhelfen. Man muss klar Partei ergreifen für diejenigen, die im Mindestlohn sind und die, die Niedriglohn sind und die die Rente gekürzt haben und so weiter und so weiter. Und als ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich mal nochmal die Zeit gelesen. Da ist also dann eine sogenannte Qualitätszeitung. Und dann las ich dann von einem Kommentator, der den Grünen, mit den Grünen sympathisiert, las ich, ja, also die Linke braucht man ja nicht, da alle Parteien nach links gerückt seien. Das nennt sich dann Qualitätszeitung. Und die Zeitung hat nur das selbstverständlich, dass sie ja besonders intelligent und liberal und auch so ein bisschen links sei. Ich denke mir manchmal, wo leben diese Journalistinnen und Journalisten eigentlich? Wo leben die eigentlich? Kriegen die überhaupt nichts mehr mit? Merken die nicht, dass die Löhne seit vielen, vielen Jahren senken und dass der Sektor immer größer wird? Merken die nicht, dass die Rentnerinnen und Rentner seit vielen Jahren mit gekürzten Renten leben müssen und dass sie eben immer weniger haben von ihrem Alter, weil sie eben mittlerweile immer mehr verlieren? Merken die nicht, dass diejenigen, die in den sozialen Leistungsbezug sind, immer mehr drangsaliert werden? Ja, wo leben die eigentlich? Da sagen die, die Parteien sind nach links gerückt. Die sind alle immer weiter nach rechts gerückt. Und es ist an der Zeit, dass die Zeit und andere das mal bemerken. Vielleicht sollte man denen doch mal nochmal erklären, was links überhaupt ist. Die meinen, wenn jemand sich links nennt, sei er links. Da haben wir viele Linke. Die Linke hat ein Kernprojekt. Und dieses Kernprojekt ist eine andere Wirtschaftsordnung. Und da werden Sie sagen, ja, was ist denn das? Ist ganz simpel. Müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Die Linke will eine Wirtschaftsordnung nicht wie die jetzige, in der die große Mehrheit dafür arbeitet, dass eine Minderheit reich wird und auch die politische Macht in der Gesellschaft hat. Das ist die gegenwärtige Wirtschaftsordnung. Und wir wollen eine Wirtschaftsordnung, in der die große Mehrheit dafür arbeitet, dass ihr eigener Wohlstand sich verbessert und dass sie auf die Grundlage dieses Lebens auch die politische Macht in der Gesellschaft ausüben. So einfach sind die Gegensätze und so einfach ist das Konzept. Und da muss man gar nicht Fremdwörter benutzen. Ich werbe immer in der Linken dafür, Fremdwörter nicht zu benutzen. Kapitalismus, Sozialismus, Interventionismus oder was ich alles nennen soll. Die Leute verstehen alle irgendetwas anderes darunter. Und sie haben sich so sehr jetzt an die jetzige Wirtschaftsordnung gewöhnt, dass jemand, der also sagt, es ist nicht notwendig, nicht Gott gegeben, dass die große Mehrheit sich blutig schuftet, damit eine Minderheit ein Milliardenvermögen leistungslos bildet und auch die politische Macht usurpiert, dass sie das gar nicht mehr zu denken wagen. Wir müssen aber als Linke sagen, wir wollen euch herausfordern, denkt darüber nach und kämpft dafür, dass ihr mal wieder den gerechten Lohn für eure Arbeit bekommt. Und dabei wissen wir, wie schwer das ist. Es ist deshalb schwer, weil die Denktraditionen, denn die Menschen unterliegen, sich über viele Jahre herausbilden und weil sie dann einfach auf dem Gehirn eines jeden Menschen lasten. Und weil es ungemein schwer ist, gegen die herrschende Lehre anzugehen. Und deshalb hat ein Mann namens Goethe einmal geschrieben, was in den Geist der Zeiten heißt, dass es im Grund der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Einfach gesagt, der Zeitgeist ist immer der Geist der Mächtigen, derjenigen, die gesellschaftliche Macht haben.
Und diesem Zeitgeist unterwerfen sich dann alle mehr oder weniger, auch die scheinbar super Gescheiten. Und dagegen vorzugehen, verlangt viel Widerstandskraft. Dagegen aufzustehen, verlangt viel Widerstandskraft. Und hier an dieser Stelle beginnt der eigentliche Auftrag der Linken. Dass die Linke sich immer wieder um Aufklärung bemüht. Dass sie immer wieder, wenn man so will, eine Brandfackel in die Gesellschaft schleudert und sagt, empört euch doch endlich einmal. Es muss nicht so sein, dass die Löhne sinken, dass die Renten sinken und dass die sozialen Leistungen immer weiter abgebaut werden. Und glaubt doch nicht diesem Märchen, das der Zeitgeist euch erzählt, dass bei jährlich steigendem Wohlstand es unvermeidlich ist, dass die Lebensbedingungen der Menschen immer schlechter werden. Welcher Mensch? Der Mehrheit der Menschen natürlich. Und das ist doch das, was immer erzählt wird. Wir hatten, trotz dieser Wirtschaftsordnung, die ich gerade charakterisiert habe, Zeiten, in denen eben das Stück vom gemeinsamen Kuchen, das für die Mehrheit der Bevölkerung bereitgestellt wurde, deutlich größer war. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Stück des Kuchens, das die Mehrheit der Bevölkerung backt, das für sie übrig bleibt, immer kleiner wird. Weil wir in einer verrückten Zeit leben und weil der Zeitgeist heute so verrückt geworden ist, dass eben notwendigerweise als Konsequenz diejenige bleibt, dass eben die Lebensbedingungen der Bevölkerung sich jetzt seit 20, 30 Jahren systematisch, zumindest relativ gesehen, verschlechtern. Und zu dieser Wirtschaftsordnung, die ich angesprochen habe, gehört das die Bankenwelt. Und das hat sogar etwas mit dem Landtag zu tun. Ich will das mal sagen, das große Gequassel der anderen Parteien, der Staatsmänner der Welt, ob Obama oder Merkel oder Sarkozy oder wie sie alle heißen, nach der Bankenkrise im Jahr 2008, nun wollten sie endlich die Banken an die Ketten legen. Dieses große Versprechen war ein leeres Versprechen, sie haben überhaupt nichts gemacht. Die Banken machen nach wie vor, was sie wollen. Sie führen die Parlamente Europas und der Welt am Nasenring durch die Manege. Und die Staatsmänner stolpern von Rettungsschirm zu Rettungsschirm, statt eines zu machen, was notwendig wäre, die Banken in öffentlich-rechtliche Organisationen zu überführen und die ganzen Spekulationsgeschäfte zu beschreiben. Und wenn dann einer sagt, ja, im Landtag hat das hier gar nichts, was ist im Landtag? Ja doch, der Landtag hat, da kann da was machen. Er bringt ein Gesetz ein, Neuordnung des Sparkassenwesens, das Landesgesetzgebung. Und in dieses Gesetz schreibt er, erstens, die Sparkassen dürfen keine Spekulationsgeschäfte mehr machen. Weder die Sparkassen noch die Landesbank. Das ist gesetzlich verboten und wird mit hohen Strafen belegt. So einfach ist das. Dann hättet ihr nicht die HSA Nordbank oder so etwas an der Backe, wenn so etwas beschlossen worden wäre. Und einzelne Sparkassen haben ja auch schon spekuliert. Und da schreibt man zweitens hinein, und das wird dann die Lebensbedingungen der Menschen hier in Schleswig-Holstein verbessern, die Überziehungszinsen, die die Sparkassen in Schleswig-Holstein nehmen dürfen, die dürfen nur 5% über dem Zentralbanksatz liegen, das wären jetzt 6%, und nicht 12-18%. Das ist Wucher, der muss verboten werden. Und an der Stelle könnt ihr dann die Parteien testen. Wir haben das gemacht im Saarischen Landtag. Und dagegen gestimmt haben CDU, FDP, SPD und Grüne. Die sind noch nicht einmal mehr in der Lage, solch eine Marginalie einer Landesgesetzgebung zu beschließen, die für viele Menschen hier in Schleswig-Holstein, wir jetzt Hunderttausende, die Lebensbedingungen verbessert, weil diejenigen, die es knapp haben, am Ende dann diese Wucherzinsen von 12-18% blechen müssen. Noch nicht mal dazu sind die Damen und Herren, die von Plakaten lächeln
und von sozialer Gerechtigkeit faseln und von einer besseren Welt und ihrer Verantwortung, wie sie das Land lieben. Ja, ist alles Gebrabbel. Sie müssen die Menschen lieben. Und wer die Menschen liebt, der mutet ihnen keine Wucherzinsen und Leiharbeit und Niedriglöhne zu. Und dieses ganze Mist, den sie über Jahre zustande gebracht haben. Und was die Niedriglöhne angeht, da kann man auch etwas machen im Landtag. Man verabschiedet ein Tariftreuegesetz, wo man eben dann sagt, ein Unternehmen, das eben unter dieser Entlohnung bleibt, bekommt keine öffentlichen Aufträge mehr. Das wird zwar noch nicht für alle den gesetzlichen Mindestlohn bringen, aber es ist ein Anfang. Deshalb ist der Landtag so wichtig und sage ich Ihnen, da werden Sie vielleicht denken, jetzt redet er so, weil er so reden muss. Nein, ich bin davon überzeugt, wenn die Linke in diesem Landtag nicht vertreten ist, dann wird nichts mit den Wucherzinsen, sie werden bleiben. Und es wird nichts mit einem ordentlichen Tariftreuegesetz, das wird bleiben. Und auf Bundesebene wird es sowieso keine Initiativen geben, um all diese Sozialverbrechen wieder rückgängig zu machen, die in den letzten Jahren und Verantwortung von CDU, SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene zu verantworten waren. Wir haben nicht nur eine Wirtschaftsordnung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die große Mehrheit dafür arbeitet, dass eine Minderheit, ohne den Finger zu krümmen, oft Riesenvermögen ansammelt. Ich will es mal erläutern. BMW. Ich habe nichts gegen die Damen Quandt oder Kladden. Habe im Stern wieder gelesen, die kriegen im Jahr aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen, kriegen die hunderte Millionen pro Jahr ausgeschüttet. Ja, leben wir in einer verrückten Welt? Wie kann es sein, dass Damen, die keinen Finger krumm machen, hunderte von Millionen Jahr für Jahr ausgeschüttet bekommen und dann am Band Leiharbeiter stehen, die für die Hälfte des Lohns arbeiten müssen und eben keinen Kündigungsschutz und nichts haben? Was ist das für eine verrückte Welt, liebe Freundinnen und Freunde? Tut doch endlich was dagegen! Und das Bandensystem, da muss man ja erstmal dahinter kommen. Es gibt ja ab und zu amerikanische Industrielle oder Banker, die die Wahrheit sagen. Und einer von denen war beispielsweise Henry Ford, der mit seinen Fordwerken ja das Band eingeführt hat und diese Bandarbeit eben weltweit, wenn man so will, dazu beitrug, dass sich ausgebreitet hat. Der hat aber zumindest das System durchschaut. Und er sagte, wenn die Menschen unser Geld- und Währungssystem durchschauen würden, dann hätten wir morgen eine Revolution. Nun ist das ja nicht so leicht. Man muss zumindest den Willen haben, es zu durchschauen. Also Merkel hat es noch nicht durchschaut. Sarkozy auch nicht. Obama weiß ich auch nicht. Da kann man weitergehen. Wie ist unser Geldsystem? Ich kann es Ihnen jetzt eben blitzartig mal erläutern. Die Staaten drucken Geld und geben es für 1% an die Geschäftsbanken. Und die Geschäftsbanken nehmen das Geld und leihen es dann jetzt in dem Falle Spaniens für 6% an Spanien wieder aus. Und die Banken haben jetzt gerade 1 Billion, also 1.000 Milliarden bekommen für 1%. Und dann leihen sie es meinetwegen für 6% weiter, also machen sie einen Reibach von 50 Milliarden, auch ohne einen Finger zu krümmen. Und deshalb hat die Linke hier als einzige Partei eine Idee in die Welt gesetzt, die die Lösung bringen würde. Wir sagen, die Staaten sollen das Geld via Zentralbanken nicht mehr drucken und den Geschäftsbanken geben und die geben es dem Staat als Kredit zurück, sondern die Staaten sollen ihr Geld drucken und es sich selbst als Kredit über die Geschäftsbank ausleihen.
denn all diesen Reiber müsst ihr, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, blechen und bezahlen. Und deswegen ist es so uninteressant, wer hier auch da oder so vielleicht die Nase vorn hat. Die Frage, die für die Menschen in Europa von großer Bedeutung wäre, wäre die, gelingt es, eine solche Lösung herbeizuführen? Gelingt es, die Länder Europas endlich abzukoppeln von diesem Treiben der Banken und Ratingagentur? Und das ist durch diese Maßnahme zu machen. Und in Frankreich hat jetzt mittlerweile der sozialistische Präsidentschaftskandidat das teilweise übernommen. Und der Kandidat der Partei Die Linke, mein Freund Jean-Luc Mélenchon, der jetzt mit einer klaren linken Politik fast 15% der Stimmen in den Umfragen erreicht, der wirbt für diese Politik, die die Banken endlich in die Schranken weist und die Staaten freimacht vom Diktat der Ratingagenturen und der Finanzindustrie. Und noch glauben wir in der Bundesrepublik, weil wir eben durch Lohndumping unsere Exportmaschine angeworfen haben. Uns erging es nicht so wie den Menschen in Griechenland, Italien, Portugal oder jetzt Spanien. Aber ich warne davor zu glauben, wir seien in Europa eine Insel der Seligen. Und wenn ich heute sagen muss, warum wir auf eine Ablösung der Regierung Merkel hinarbeiten müssten, dann deshalb, weil Frau Merkel weder die Volkswirtschaft noch die Finanzindustrie versteht. Und das ist fatal. Und dass das nicht weiter auffällt, liegt an der Klugheit der Kommentatoren. Aber das muss ja nichts heißen. Warum versteht sie das nicht? Zwei Bemerkungen will ich machen. Erstens, sie sagt immer, die Deutschen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist eine Riesendummheit. Das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist. Man spricht davon, dass jemand über die Verhältnisse lebt, wenn er mehr Waren verbraucht, als er selbst herstellt. Das leuchtet dann auch jedem ein. Und das sind zum Beispiel die Griechen, das sind zum Beispiel die Portugiesen, das sind zum Beispiel auch andere Staaten in Europa. Und unter den Verhältnissen lebt man, wenn man mehr Waren produziert, als man selbst verbraucht. Und das Land, das am meisten unter seinen Verhältnissen gelebt hat, ist Deutschland. Denn es hat immer mehr Waren produziert, als es selbst verbraucht. Und es war darauf angewiesen, dass andere diese Waren kauften in Europa und die mussten dann Kredite aufnehmen und sich verschulden. Ja, wenn die Frau Merkel das mal begriffen hätte, wenn der deutsche Mainstream-Journalismus das mal begriffen hätte, ja, wenn die deutschen Volkswerte diese Sins und wie sie alle heißen, das mal begriffen hätten, da wären wir schon ein gutes Stück weiter. Da bin ich noch nicht mal so ganz sicher. Also ich bin Gutgläubiger. Und das Zweite ist, wenn man weiß, wie die Finanzindustrie funktioniert, dann kann man doch nicht hingehen und sagen, wie auch der grandiose Herr Steinbrück, als ich das im Bundestag vorgeschlagen habe, wir wollen keine sogenannten Euroanleihen oder Eurobonds. Wir wollen, dass jedes Land seine eigenen Anleihen auflegt. Dann lädt man ja die Mafia geradezu ein, die schwächsten Länder zu jagen, bis sie in die Luft ausgeht. Und wenn man wie die Merkels hingeht und dann noch sagt, aber die privaten Gläubiger, die müssen dann jetzt eben auch sich beteiligen am Schuldenerlass, anstatt das direkt zu machen, dann treibt man die Zinsen in ganz Europa nach oben. Und deswegen sage ich euch, unbeschadete Elogen der Bildzeitung und anderer Spiegel und anderer rechten Blätter, die Merkels kostet die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zig Milliarden. Sie haben es noch nicht gemerkt. Applaus
Ihr werdet vielleicht denken, warum redet ihr da vorne so? Ja, ich muss euch sagen, manchmal hat man auch Frust, als ich 1998, 99 vorgeschlagen habe, die Finanzmärkte zu regulieren, wurde ich in ganz Deutschland lächerlich gemacht. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Und deshalb sage ich das hier mal in allem Freimut. Ihr werdet das erleben, diese Frau ist uns wirklich eine kostbare, kostenträchtige Kanzlerin. Wirklich sehr kostenträchtig. Und es ist auch keine Entschuldigung, dass etwa in Frankreich der Präsident oder so aus ähnlichem Holz geschnitzt ist. Nur das Ganze, und das ist das Fatale, schlägt ja zurück, aber schlägt nicht zurück auf diejenigen, die diese ganze Malaise verursacht haben. Es schlägt zurück auf die Bevölkerung. Und das ist das, was einen wahren Linken empören muss. Die Rentner, die Arbeitnehmer, die Menschen in Griechenland, Portugal, Italien, Spanien, die jetzt leiden unter dieser Politik, sie haben das Ganze doch nicht verbrochen. Verbrochen haben es die Banker und die Profiteure von dieser Politik. Und deshalb sollten die zur Kasse gebeten werden und nicht die Bevölkerung. Und nun will ich an dieser Stelle, und da spielt ja wieder der Bundesrat eine Rolle und dann eben auch, wie hier regiert wird in Schleswig-Holstein, noch eine Frage aufwerfen. Was sind eigentlich Schulden des Staates? Wenn Sie sagen, weiß doch jeder. Nee, wissen Sie eben nicht. Es gibt nur einfache Antwort. Die Schulden des Staates sind das Vermögen der reichen Leute. Ja. Denn ihr könnt es ja, wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt, ja klar, ich nehme an, wenn ich mal sage, alle Hand hoch, die Griechenland-Anleihen gekauft haben, wahrscheinlich gehen wenig Hände hoch. Alle Hand hoch, die italienische oder spanische Anleihen kaufen, wahrscheinlich gehen kaum Hände hoch. Die Anleihen kaufen die, die eben mit Geld in großem Umfang Anleihen kaufen können. Und da brauchen wir nur die deutschen Zahlen zu kennen. Das Geldvermögen der Millionäre in Deutschland beträgt 2.200 Milliarden. Die Schulden Deutschlands alle zusammen betragen 2.000 Milliarden. Das heißt also, das reine Geldvermögen der Millionäre in Deutschland ist höher als die Schulden, alle Schulden zusammen in Deutschland, die also die öffentliche Hand aufgenommen hat. Jetzt ist es doch nicht mehr so schwer, auf die Idee zu kommen, wie man die Schulden abbauen kann. Frau Merkel glaubt, indem man die Renten nicht erhöht. Die SPD glaubt, indem man die Löhne drückt. Die Grünen glauben beides. Die FDP ist sowieso der Meinung, dass man eben den Reichen noch mehr Geld geben muss, weil dann werden die Schulden abgebaut. Und wir, die Linke, sagen, nee, also wir können noch gerade bis drei zählen. Wenn es so ist, dass das Geldvermögen der Reichen höher ist als die gesamte Staatsschuld, dann drücken wir nicht die Renten und die Löhne, sondern wir nehmen den Reichen ein bisschen Geld ab. Müsste eigentlich jeder Blöde drauf kommen, aber die Linke muss stark werden, damit es endlich auch mal umgesetzt werden kann. Und hier kommt dann der Bundesrat ins Spiel, da kommen die Länder ins Spiel. Solange die SPD sich in hündischer Abhängigkeit von der CDU begibt, in viele Länder, jetzt auch im Saarland, obwohl eine andere Regierung möglich ist, sie verzichtet sogar auf das Amt des Ministerpräsidenten, also die Partei ist wirklich weit runtergekommen, muss man euch wirklich sagen, sage ich also miteinander. Solange sie also, gibt es keine Reichensteuer, gibt es keine Vermögensteuer. Das ist der Zusammenhang. Und deshalb ist eben die Frage, wer kann sich hier alles sozial nennen, wer kann sich alles demokratisch nennen? Gesellschaften, in denen sich die Interessen der Mehrheit nicht durchsetzen, sind nicht demokratisch. Sie können die privatwirtschaftlichen Medien noch so oft schreiben, das sei eine Demokratie. Da fragt ihr doch alle mal, was versteht ihr unter Demokratie?
wenn man alle vier Jahre irgendwo hinrennen kann und Zettel in den Kasten werfen kann, ist das Demokratie? Nein, wir können erst dann von einer Demokratie reden, wenn sich in der Gesellschaft die Interessen der Mehrheit durchsetzen. So hat es der athenische Staatsmann Perikles vor tausenden von Jahren formuliert. Und diese Definition ist so klar, dass wir heute sagen können, wenn Löhne sinken, wenn Renten sinken, wenn soziale Leistungen gekürzt werden, wenn die Schulen immer schlechter ausgestattet werden, dann haben wir keine Demokratie. So einfach ist der Zusammenhang. Und weil ich das Stichwort Schulen genannt habe, bin ich beim anderen Thema der Landespolitik. Jeder sagt, alle Parteien sagen, ja, wir bauen bessere Schulen. Wunderbar. Ja, aber muss man auch die Frage beantworten können, wie kriegen wir das denn hin? Und mit der Politik, für die mit uns konkurrierenden Parteien gestanden haben in den letzten Jahren, mit Sicherheit nicht. Bei uns haben die Gewerkschaften über die Arbeitskammer ausgerechnet, dass die Steuersenkungsrunden der letzten Jahre das Saarland im Jahr 250 Millionen kosten. Bei Schleswig-Holstein kann man dann mal drei etwa ansetzen. Dann habt ihr das strukturelle Defizit. Wenn man natürlich hingeht und eben die Steuern für die Wohlhabenden und für die Gewinnsteuern, für die Körperschaftsteuern, wenn man die permanent senkt, ja, irgendwann sind die öffentlichen Kassen leer. Irgendwann steigt dann die sogenannte Staatsverschuldung. Und solange eben die anderen Parteien nicht an diese verfehlte Politik rangehen im Sinne einer Korrektur, können die noch so oft erzählen, sie wollten bessere Schulen, mehr Lehrer, aber ist alles gelogen. Das haben wir im Saarland auch erlebt bei der sozialdemokratisch nennenden Formierung. Und ich gerade hier in Schleswig-Holstein bin, es gab ja hier mal einen originellen Sozialdemokraten, das war Jochen Steffen. Der hat auf jedem SPD-Parteitag für eine andere Wirtschaftsordnung geworben. Wenn der heute hier in die SPD käme, in Schleswig-Holstein, würden Sie ihn ausschließen, weil Sie sagen würden, so haben wir es ja nun doch nicht gemeint, der könnte nur bei der Linken ankommen und aufgenommen werden. Deshalb, wer noch eine Erinnerung an diesen wirklichen Sozialdemokraten hat, der kann hier nur die Linke wählen in Schleswig-Holstein. Bei den Schulen wollen wir eines als Linke, dass die soziale Lage der Eltern nicht darüber bestimmt, wie gut die Ausbildung ist. Und deshalb wollen wir eben die Gebührenfreiheit. Aber wir können nicht so naiv sein zu sagen, wir senken die Steuern und wir wollen überall Gebührenfreiheit und wir wollen mehr Lehrer. Dann würden wir genauso dumm daherreden wie andere. Wir sagen, wir wollen bessere Schulen, wir wollen kleinere Klassen, wir wollen mehr Kindertagesplätze und wir wollen aber auch das bezahlen können. Und deshalb wollen wir eine gerechte Steuer- und Abgabenordnung, die zumindest in der Lage ist, diejenigen zur Finanzierung der Staatsaufgaben heranzuziehen, die in den letzten Jahrzehnten nur entlastet wurden und unterbrochen den Reibach gemacht haben. Und wer hat das zu verantworten? Nicht der liebe Gott, nein, wenn es ihn gibt, der war es nicht. Es waren CDU, SPD, FDP und Grüne. Und deshalb diesem Club keine Stimme. Sie ist schuld am Niedergang der Schulen in Deutschland. Ich habe vorhin etwas von der Wirtschaftsordnung gesagt und wir haben im Saarischen Landtag, und deshalb trage ich das hier vor, auch einen weiteren Antrag gestellt, um Schritt für Schritt die Wirtschaftsordnung zu transformieren. In jedem Land gibt es eine sogenannte Infrastrukturpolitik und gibt es Investitionsförderung für private Investitionen. Da habe ich auch in früheren Jahren als Ministerpräsident Fehler gemacht, hätte das schon viel früher angehen müssen. Schon als ich mit Karl Schiller, der Name wird dem einen oder anderen noch bekannt sein, Wahlkampf machte in den 70er Jahren,
sagt er zu mir, an unserer Politik ist eines falsch. Wir geben dem privaten Investor 15-20% und vermehren dessen Vermögen, ohne dass er irgendetwas dafür geleistet hat. Das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Und deswegen haben wir im Saarischen Landtag einen Antrag eingebracht, das zu ändern. Wir haben gesagt, jawohl, das Land soll weiterhin Betriebe fördern, Investitionen fördern. Aber wenn beispielsweise, was bei uns der Fall war, Heuschrecken, also sogenannte Beteiligungsfonds, wenn die ein Unternehmen aufkaufen und dann erweitern, dann sollen die Steuergelder nicht das Vermögen der Heuschrecke mehren, sondern in Belegschaftsanteile umgewandelt werden. Das wäre ein Einstieg in eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und einen ähnlichen Vorschlag haben wir bei der Erbschaftssteuer gemacht, auf Bundesebene, aber auch abgelehnt von SPD, CDU, Grünen, FDP. Wir haben gesagt, bei der Erbschaftssteuer erhebt ruhig Erbschaftssteuern auch für das Betriebsvermögen. Aber gibt die Möglichkeit, diese Steuern nicht zu zahlen, wenn die Erben dieses Vermögen dann, also die Steuer dann in Belegschaftsanteile umwandeln. Ein ökonomisch sinnvoller Ansatz. Es geht keine einzige Liquidität, wie das dann so schön heißt, verloren. Das Geld bleibt im Betrieb, nur die Belegschaft wird langsam beteiligt. Denn das ist etwas, was die Linke versuchen muss, in der Bevölkerung wieder zu diskutieren. Es gibt keinen Menschen, keinen Piesch, keine Quandt, keine Gladden, keine Schäffler, ich weiß nicht, wen ich alles nennen soll, der ein Milliardenvermögen erarbeiten kann. Es gibt niemanden auf der Welt. Das ist nur noch aus der Verhaftetheit unserer Menschen an Grimms Märchen oder anderen Erzählungen heraus erklärbar, dass sie immer noch glauben, es gäbe da Könige, die ein solches Recht auf so etwas hätten. Nein, das ist alles nur Diebstahl. Dieses Vermögen ist das Vermögen von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das durch eine falsche Gesellschaftsordnung an einzelnen Stellen angesammelt wird. Deswegen ist an dieser Stelle die Sprache Ausnahme mal ehrlich, sie nennt das Vermögen Privatvermögen. Und privare ist ein lateinisches Wort und heißt berauben. Insofern ist an dieser Stelle, ist das mal ehrlich, nur wir müssen natürlich auch klarstellen, hat man immer Schwierigkeiten, dass die kleinen Lächerlichen, jetzt sage ich mal aus dieser Sicht, aus dieser Warte der Milliardenvermögen, Vermögen des kleinen Mannes, ein Häuschen, eine Garage, ein Autoschen und Gartenchen, dass das alles mit dem nichts zu tun hat, was ich hier angesprochen habe. Ich könnte sogar einen liberalen Grundsatz für die Partei Die Linke reklamieren und der heißt, Vermögen oder Eigentum entsteht durch Arbeit und durch nichts anderes. Und das Gegenprogramm zur jetzigen Gesellschaftsordnung müsste so formuliert werden, kein Vermögen kann dadurch entstehen, dass man nichts arbeitet. Dieser liberale Grundsatz, das ist das Interessante, ist, dass keine Partei den Grundsatz Vermögen entsteht durch Nichtarbeit so leidenschaftlich vertritt wie die Partei, die sich noch liberal nennt. Obwohl die liberale Gesellschaftstheorie, John Locke nenne ich als Grundzeugen, für diejenigen, die das interessiert, gesagt haben, Eigentum entsteht durch Arbeit. Wenn man so will, damit man so ein bisschen provoziert, die Linke ist die einzige deutsche Partei, die überhaupt noch liberale Gesellschaftstheorie auf der Platte hat. Die einzige deutsche Partei. Neben also der Organisation des Bankenwesens, weil wir gerade dabei sind, die Folgen einer solchen Wirtschaftsordnung zu analysieren, ist die Organisation des Energiesektors natürlich ein entscheidendes Thema, nicht nur des Bundes, sondern auch der Länder und der Gemeinden. Und an dieser Stelle beginnt dann die Auseinandersetzung mit den Grünen. Denn obwohl die Grünen Grüne heißen, sind sie gar nicht grün. Warum? Sie vertreten eine Energiepolitik, die nicht ökologisch ist. Warum? Ich berufe mich hier auf Hermann Scheer. Wenn man große Überlandleitungen vertritt,
Und wenn man große Investitionen in Windparks oder Solarkraftwerke in der Sahara und solche Ideen befürwortet, dann bereitet man eine Energiepolitik den Weg, die an der Struktur der Großtechnologie und an der Struktur der Kapitaleigner dann überhaupt nichts ändert. Deshalb sind die Grünen mittlerweile auch willkommene Gäste der Energiegroßkonzerne. Sie brüsten sich auch noch damit. Deshalb haben die Grünen in NRW gesagt, sie wollen mit uns nichts zu tun haben, weil wir ja die Rekommunalisierung von RWE wollten. Und deshalb reibt man sich die Augen, wenn im Saarländischen Landtag oder in NRW die Grünen für Desertec schwärmen, also die ganze Sahara also zuzudecken mit Solarzellen und das dann über große Leitungen nach Deutschland zu bringen. Ich komme nicht mal auf die Idee, dass man vielleicht das zunächst mal in Afrika nutzen müsste, den Strom, und nicht in Deutschland. Das also blüht ein neuer Kolonialismus, ohne dass sie überhaupt auf die Idee kommen. Aber dann sollen große Überlandleitungen, so hat eine grüne Abgeordnete gesagt, von Versicherungskonzernen, also das Eigentum denen gegeben werden, die hätten ja dann auch eine ordentliche Rendite und so würde sich die Reinvestition finanzieren. Das ist doch alles irre. Wir wollen eine dezentrale, auf kommunaler Basis beruhende Energieversorgung und wir wollen weg von den Großkonzernen im Gegensatz zu den Grünen. Man muss da eben nur genau hingucken und muss eben deutlich sagen, die Rekommunalisierung ist demokratisch und ökologisch. Demokratisch, weil ich noch aus einer Generation komme, in der die Stadtwerke den Energiepreis bestimmt haben. Die Stadt Saarbrücken, deren Bürgermeister ich mal war, hatte eigene Stromerzeugung. Die Stadträte haben also bestimmt, wie hoch der Strompreis war. Mittlerweile ist das alles verscherbelt worden an die Großkonzerne und die Stadträte haben da gar nichts mehr zu suchen. Dasselbe haben sie beim Wasser gemacht. Dasselbe haben sie bei Parkhäusern gemacht. Dasselbe haben sie bei Gas oder Fernwärme gemacht. Und weiß ich alles. Und das führt eben dazu, dass die Demokratie eben nur noch auf dem Papier steht. Weil die Lebensbedingungen, die ja auch in den Gaspreisen, in den Strompreisen, in den Parkpreisen und was weiß ich alles sich äußern, weil diese Lebensbedingungen natürlich für die Menschen von enormer Wichtigkeit sind. Und deshalb haben wir im Saarländischen Landtag vor, jetzt einen Antrag einzubringen, der entspricht dann dem Grundgesetzartikel und der Eigentumsgarantie. In völliger Verkennung unserer Verfassung wird die Eigentumsgarantie nur so interpretiert, als schütze sie allein das Privatvermögen, also das geraubte Vermögen. So wird die Verfassung fehlinterpretiert. Das war aber nach dem Krieg ganz anders gemeint. Nach dem Krieg, vergesst es bitte nicht, war auch die CDU für den christlichen Sozialismus. Ich wage es kaum zu sagen. Und deshalb wollen wir im Saarländischen Land einen Verfassungsartikel jetzt einbringen, in dem steht, öffentliches Eigentum, das der Gemeinheit, dem Wohl der Allgemeinheit dient, darf nicht mehr veräußert werden. Es muss jetzt endlich aufhören, dass der Besitz des Volkes ununterbrochen verschleudert und verscherbelt wird. So wie das Banken, so wie das, ja, ein bisschen spät ist richtig, aber die sind ja immer noch dabei. Habt ihr doch gehört, als die Griechen in der Krise waren, was hier an Blüten kam von Bild-Zeitung und ähnlicher geistiger Dimension. Sie sollen die Akropolis verscherbeln, sollen ihre U-Bahn privatisieren, ihren Flughafen privatisieren, ihre Häfen privatisieren. Und der Geist ist doch noch da, ungebrochen. Und die neoliberalen Parteien denken nach wie vor so. Und sie sind ja alle mit Namen auszumachen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Linke solche Anträge in den Landtagen einbringt. Und ich habe an eurer Zustimmung, an ihrer Zustimmung
ablesen können, dass Sie diesen Ansatz für richtig halten. Denn Privatisierung von öffentlichem Vermögen hieß immer höhere Strompreise, höhere Gaspreise, höhere Wasserpreise, schlechtere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Das war immer dasselbe. Die ungeheure Lernunfähigkeit kann man ja daran sehen, dass selbst der Rheinfall Großbritanniens, da gab es einen namens Blair, der Rheinfall mit der Privatisierung der Eisenbahnen, dass der zunächst geführt hat, die Züge waren nachher, wenn man so will, alle nicht mehr pünktlich, das Streckennetz wurde nicht mehr modernisiert, es kam zu Unfällen und dann musste die britische Regierung dann irgendwann alles wieder aufkaufen, damit das Schlimmste verhütet werden könnte. Aber aus solchen Erfahrungen haben die hier überhaupt nichts gelernt. Das war gerade, als sie dann die Bahn hier auch privatisieren wollten. Und die haben sie nur nicht privatisiert, die verehrten Parteien, die ich vorhin genannt habe, weil da gerade der Aktienmarkt völlig am Boden war. Ja, Gott sei Dank, sicher, aber es muss ja halten. Und die werden also dies nicht halten, wenn es nicht einen starken linken Korrekturfaktor gibt. Und deshalb bin ich hier. Die Linke war bis zum Jahr 2009 eine Partei, die die Themen bestimmt hat mit in der Republik. Und sie haben angefangen, Angst vor uns zu bekommen. Und dann haben wir ab 2009 uns einige Fehler erlaubt und deshalb ist die Zustimmung zurückgegangen. Aber ich werbe dafür zu erkennen, wenn es die Linke nicht mehr gäbe, dann wird Deutschland immer weniger sozial sein. Daran ändern auch Piraten nichts. Glaubt mir bitte. Und deshalb werbe ich hier für die Linke. Darf die Partei nicht an dem messen, was sie dann, wenn sie nicht in der Regierung sind, auf ihre Plakate oder sowas schreiben. Das gilt auch ohne jede Einschränkung für uns. Man muss sie immer testen an dem, was sie dann auch machen. Und bei den konkurrierenden Parteien der Regierung ist das Programm ja alles bekannt, nur die Menschen vergessen so schnell. Wir haben das jetzt auch im Saarland beim Wahlkampf erlebt, dass einzelne Betriebsräte gesagt haben, die SPD ist ja wieder links geworden. Da haben wir da manchmal die Augen gerieben. Ist ja kein Wunder. Das geht dann auch in die Gewerkschaftsbewegung hinein. Auch die Gewerkschaftsbewegung ist neoliberal geworden. Und es ist doch kein Wunder, wo ich dann wirklich fassungslos bin, wenn Leute wie Sommer oder Huber vor Wahlen regelmäßig zur Wahl der SPD aufrufen, also zur Wahl der Partei, die mit Hartz IV und all den Gesetzen den Niedriglohnsektor überhaupt erst vorbereitet hat. Das ist doch alles nicht mehr normal, wenn man so etwas hört und sieht und erlebt. Und dann nur irgendwie sagen, die Linke sei nicht regierungsfähig. Ja, muss ich sagen, ist man in den Augen von führenden Gewerkschaftern nur noch regierungsfähig, wenn man die Arbeitnehmerschaft schwächt, wenn man die Gewerkschaftsmacht bricht und wenn man durch Formeln den Niedriglohnsektor geradezu auf den Weg bringt und die Renten kürzt, ist das Regierungsfähigkeit? Wir haben einen anderen Begriff von Regierungsfähigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Regierungsfähig ist der, der Gesetze im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung durchsetzt, aber niemand anderes. Das ist unser Begriff von Regierungsfähigkeit. Von den anderen haben wir da wahrlich genug. Ich habe hier einige Vorschläge gemacht, die man einbringen kann in den Landtag. Ich will auch noch etwas sagen zur Außenpolitik. Bin dazu auch angeregt worden durch die Erklärung von Antje, unserer Spitzenkandidatin Antje Jansen, dass sie gesagt hat, sie ist aus der Partei der Grünen ausgetreten, weil sie nicht mehr mitmachen wollte, die Kriegsbefürwortung dieser Partei. Ich habe auch mit dieser Partei sympathisiert zu den Zeiten der Friedensbewegung, als sie pazifistisch war. Ich war befreundet mit Petra Kelly. Ich war befreundet mit Gerd Bastian. Mit vielen anderen war ich beteiligt an Mutlangen, an den großen Friedensdemonstrationen. Aber ich sage hier genauso klar eines, eine Partei, die für Krieg ist, die ist niemals eine Partei des Umweltschutzes. Die ist niemals ökologisch. Krieg ist die schlimmste Form der Zerstörung.
Und deshalb bin ich stolz darauf, dass wir, die Piraten haben sich noch nicht in dieser Frage irgendwie entwickelt oder festgelegt, dass wir die Linke die einzige Partei in Deutschland sind, die an Willy Brandts Grundsatz festhalten will, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Das ist unser Grundsatz der Außenpolitik. Und in welchem Umfang, was ihr den Geist der Zeiten nennt, das ist im Grunde deren eigener Geist, sich das auswirkt, könnt ihr an einer Kleinigkeit sehen. Die deutsche Qualitätspresse. Was hat sie sich aufgeregt über den Brief von Gesine Lötsch und Klaus Ernst an Fidel Castro? Welch ein Skandal! Und in jedem Bericht über unsere Partei, den ich auf der Herfahrt gelesen habe, über die Führungskrise und Gesine Lötsch stand, ja, es war ja wirklich ein unglaublicher Skandal, dass diese Frau ein Glückwunschschreiben zum 85. Geburtstag an Fidel Castro sandte. So. Und dann habe ich dann zufällig jetzt in der Qualitätszeitung Die Zeit vorne gelesen, was in Bahrain gelaufen ist, heute in der aktuellen Ausgabe, dass dort die saudischen Panzer die Widerstandsbewegung, Demokratiebewegung niedergewalzt haben. So, und dann sage ich doch hier einmal auch an die Adresse dieser Presse, ist es schlimmer, einen Brief an jemanden zu schreiben oder Waffen an die Saudis zu liefern, die die Demokratiebewegung niederschlagen? Welch eine Verlogenheit in diesem Land! Angela Merkel kommt angeblich aus einem Pfarrhaus, lese ich immer wieder. Warum sind wir aufgestiegen zu den größten Waffenhändlern der Welt? Das müssen doch Themen sein. Und da sind doch eben, wenn man so will, die Parteien im Lackmustest, ob sie eben wirklich so etwas wie Menschenliebe oder so haben als Grundlage ihrer Programmatik und nicht irgendwelche Leerfloskeln, die in der Sprache der Werbeagenturen jetzt wieder überall wohlfeil geboten werden. Ich sage eines, wer den Frieden will, muss zumindest aufhören, Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Und das gilt auch für U-Boot-Lieferungen nach Israel, um das in aller Klarheit zu sagen. Bei letzterem zumindest die Einschränkung, es gibt wirklich Systeme, die nur der Verteidigung dienen. Die gibt's. Flugabwehrraketen beispielsweise. Aber wenn man Systeme liefert, die eben wirklich Angriffsfähigkeit haben, über entsprechende Strecken, dann ist das aus meiner Sicht verantwortungslos. Und es ist gut, dass sich der eine oder andere, ihr wisst alle, was ich meine, jetzt mal zu Wort meldet. Nachdem er früher Kriege befürwortet hat, ist es nur ein Fortschritt, dass er jetzt den Finger hebt und sagt, so sollte das nicht weitergehen. Das ist und bleibt verantwortungslos, Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Ich fasse zusammen, liebe Freundinnen und Freunde, wir leben immer noch in dem Glauben, dass wir von der europäischen Krise, die ja in Wirklichkeit eine Krise des weltweiten Finanzsystems ist, in Deutschland noch verschont seien, weil eben diejenigen, die die Meinung hier machen, weil sie nicht im Niedriglohnsektor sind, weil sie nicht von der Rentenkürzung betroffen sind, weil sie nicht befristete Arbeitsverträge haben, weil sie nicht in der Situation eines jungen Menschen sind, der eine Familie gründen will und das gar nicht kann, weil er gar nicht weiß, ob er noch Geld am Konto hat in ein paar Monaten. In all dieser Situation sind sie nicht. Und das merkt man auch immer wieder, wenn unsere Kanzlerin eine Festrede hält und sagt, Deutschland geht es gut. Und man sich immer wieder die Frage stellen muss, wer ist eigentlich Deutschland? Ist das die Minderheit, die die Medien beherrscht
und die öffentliche Meinung macht? Oder gehört zu Deutschland vielleicht nicht die Partei der Nichtwähler, die schon gar nicht mehr gilt, weil sie sagt, es ändert sich ja doch nichts. Und sie sind alle gleich und sie denken alle nur an sich. Und diese Vorwürfe treffen natürlich auch uns. Und deshalb ist es so eine große Herausforderung für alle die, die das Herz auf dem linken Fleck haben, sage ich. Dass sie jetzt sagen, wir wollen weiter unverdrossen kämpfen für mehr Gerechtigkeit, für eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, weil wir uns nicht damit abfinden wollen, dass wir in einer Zeit leben, in der es vielen, vielen Menschen, die denken an den Hunger, an die Krankheiten, an das Elend der Kriege, sehr, sehr schlecht geht, in der es vielen Deutschen sehr, sehr schlecht geht, in der Familien manchmal Angst haben, die Kinder auf einen Schulausflug zu schicken, weil sie Angst haben, sie müssen sich schämen, weil das Geld nicht da ist. In einer solchen Zeit leben wir und da braucht es Leute wie die Linke, die sagen, nein, wir geben nicht auf, wir kämpfen weiter, wir wollen ein sozialeres, ein gerechteres Land. Glück auf in diesem Sinne für euch alle.